Let's Play Some Games, featured by Demo News, weil Zocken geil ist. Hallo und willkommen bei Let's Play Some Games, ich bin's, euer Haggy. Ja, und weil wir zurzeit ja eine Sexismus-Debatte haben, haben wir uns gedacht, oder beziehungsweise ich habe mir gedacht, ich werde mich dem Thema annehmen mit einem entsprechenden Spiel und versuche mich sozialkritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das geht natürlich am allerbesten mit einem Spiel namens Seven Sins. Und was geht's da? Genau, wir müssen unsere 7 Todsünden ausleben und Frauen anbaggern, flachlegen, Karriere machen, Leute beklauen und so weiter und so weiter. Das Tutorial habe ich schon hinter mir. Also es ist quasi ein Sims mit mehr Erotik. Mal sehen, was wir da alles machen können. Die Figur hier ist unser Protagonist. Ah, kriege ich den vielleicht ein bisschen besser ins Bild? Ah ja, auch hier. Offenes Hemd, Brusthaar. Natürlich. Ja, und wir sind unterwegs in Apple City. Apple City, dann eine Anlehnung an The Big Apple, New York. Okay, hier gibt's ein paar Stellen, wo ich hingehen kann. Das sucks. Dort arbeite ich. Fast Wing, Eden Club, Trust Corp, etc. Gehen wir mal ins Sucks. Ins Sucks. Ja, hier mit meinen Arbeitsklamotten. Gut. Dann schauen wir mal, welchen von den netten jungen Damen wir hier helfen können. Doch, was stehen wir? Brünett, blond. Mhm. Dann sprechen wir die doch mal an. Aha. Hier habe ich schon Auswahlfunktionen. Ich kann mich verabschieden oder sie gleich mal begrapschen. Wir entscheiden uns natürlich für begrapschen. Aber hallo? Bam. Okay, das ging in die Hose. Ich vermute ja, dass unser Herr Brüderle sie vielleicht entweder Seven Sins oder Singles 2 gespielt hat, um seine Soft Skills im Anmachen zu lernen. Und Soft Skills ist natürlich auch ein gutes Thema, denn für euch Gamer da draußen mache ich das natürlich, damit ihr, wenn ihr in so eine Situation kommt, die passende Handlung durchführt. Okay, dann schauen wir mal, was oder wen wir hier noch helfen können. Gibt es einen Rennmodus? Oh! Piss on the plant! Gleich drauf. Ah, und es gibt immer so ein paar Minispiele. Okay, jetzt muss ich anscheinend auf Käfer drauf pissen. Aber hallo. Und hier. Ja. Ach ja. Oh, Headshot. Ja, Golden Shower Wochenende. Ach, es ist so toll. Und hier. Und nochmal. Und hier. Oh, ja. Ich gebe alles. I'm gonna piss on you. Yes, I do. I pee on you. 125er Score. Hammer. Wer kann das schon von sich behaupten, im Laden zu pissen? Aber wollen wir uns mal wieder hier ernsthaft dem Gewerbe hier widmen? Follow me. So, was haben wir hier? Zeigen wir ihr mal. Wow, was gibt's denn hier für geile Antworten? Also Unterwäsche verkaufen, an den Unterhosen riechen und sie begrapschen. Wir machen erstmal, versuchen erstmal was zu verkaufen. Echt? Oh, aber ich bin echt guter Unterwäscheverkäufer. Dann versuchen wir doch mal die Schönheit hier. Invite. Nein, geht nicht.
Rechts oben ist übrigens auch mein Beziehungsbalken, mit dem ich dann entsprechend die Frauen hier anmachen kann. Okay, also dann versuchen wir mal hier, hier drüben was zu verkaufen. Was haben wir denn hier? Genau, wir verkaufen mal ein bisschen Parfüm. Frauen stehen auf sowas. Also wir sollen unseren Kunden besser kennenlernen. Und wir versuchen, den an uns zu binden. Ich bin ja selbst Verkäufer und kenne mich mit Kundenbindung aus. Ich verkaufe Kabel und Seile. Okay. Jetzt schauen wir mal, was mag er denn? Bieten wir mal das hier an. Okay, das klappt noch nicht ganz gut. Ich muss da noch ein bisschen an meine Soft Skills arbeiten. Jetzt fragen wir mal die hier. Ich werde mich mal selber hier einsprühen. Oder einsabbern. Mann, Mann, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, jetzt kann ich hier oben auch Sachen raussuchen. Das war, oder auch nicht. Na? Na, das kann ich noch nicht raussuchen, also nochmal. Ja, aber das sieht auch nicht so geil aus. Also hör mir ja schon mal zu. Ja. Bitte kauf einen. Okay, man sieht auch links oben das Rote da, das ist mein Gewaltlevel. Also stand es im Tutorial. Wir sagen jetzt einfach mal, leave me alone. Na, wo haben wir es denn? Ja, I hate selling perfume. Genau, hauen wir mal ab. Okay. Make her eat her damn notebook. Geil, das machen wir jetzt. Hier, ist. Oh, jetzt dreht sie ab. Und? Jetzt weiß ich auch, warum ich so beziehungsinkompatibel bin. Wir fragen mal die junge Dame hier. Geil. Ja, der Manager scheint auch angepisst zu sein. Also merkt's euch, wenn ihr Frauen ansprecht, schiebt denen nicht euer Notizbuch ins Maul. Das ist in der Theorie eine gute Idee, nie in der Praxis. Wir probieren es jetzt nochmal. Hallöche, follow me. Oh, ist das anstrengend mit den Frauen hier. So. Gleich können wir mit der anbandeln. Ah,
Genau, wenn ich nämlich das Symbol unten raussuche, wo die, wo der Koffer drauf ist, darauf sollte es ja eigentlich anspringen. Jetzt mal gucken. Ja, wir hören etwas zu. Ja. Okay, was haben wir noch? Oh, das willst du nicht. Verdammt, Frauen sind eine verdammt harte Kundschaft. Ich drehe ab. Komm, ich probiere es jetzt nochmal. Hey, Baby. Okay. Was haben wir denn hier? Vielleicht kann ich hier ein paar Klamotten verkaufen. Was haben wir denn da, was gut wäre? Ja, genau, jetzt schmeicheln wir ihr. Oh, gleich haben wir den ersten Balken voll. Dann bekomme ich extra Antworten. Jetzt. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Oh nein, ach komm. Jetzt probiere ich es gleich nochmal. So, Klamotten. Ich darf wohl nicht zu lange warten und sage hier gleich mal, hey, probier alles an, auf was du Bock hast. Wenn du willst, auch mich. Was macht sie jetzt? Zieht sie sich um? Ja, sie zieht sich um. Können wir mit rein? Nein. Oh. Dann werden wir mal jetzt wach hier stehen. Stand guard to repel thieves and peeping toms. Wir würden ja niemals reinschauen. Ah, das dauert so lang. Wir können mal reingucken. So ein ganz kleiner Blick. Oh yeah. Geil. Wieder Minispiel. Also. Oh, oh, hallo. Ja, ja, ja. Okay. Sehr gut. Ja. The money shot. The money shot. Ja. Oh. Das gibt Punkte. Das gibt Punkte. Eigentlich bin ich ja ziemlich gut darin. Ich habe das früher oft im Schwimmbad geübt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, ja, ja. Ich hab's gleich. Ja. Ah. Jetzt probieren wir. Ich hab's ja gleich. Jetzt. Nein, ach. Ja, wenn ich mich verwirrt fühle, soll ich das machen, was Hunde und Katzen machen. Mein Territorium markieren. Und das werden wir dann auch gleich machen. Aber jetzt habe ich gleich den Balken voll. Oh, mein Violence-Level ist schon auf hart. Aber jetzt kann ich eine neue Antwort auswählen, rechte Maustaste. Also zeigen wir mal noch ein paar andere Sachen.
Ja, was sollst du kaufen? Mal schauen. Geil. Er raschelt voll aus. Geil. Ich kann auch noch nirgendwo anders hingehen. Das heißt, ich bin jetzt erstmal dort gefangen. Im Sachs. Wir gehen nochmal rein.